Am zweiten Weihnachtstag geht's wieder auf den Goldberg. Wege, die als solche nicht mehr benutzbar sind, wegen Laub und Lehm, aber auch Pfade entlang von aufgegebenen Schrebergärten. Hintergrund: das Hochhaus der Agentur für Arbeit. Ich habe mich am Nordhang des Goldberges aufgemacht, diesen Weg ausgehend vom Sonnenbad, sogenannten, Richtung Bismarckturm zu gehen, um zu schauen, was sich hier noch an Steinbrüchen und Pingern bemerkbar macht. Bis jetzt Fehlanzeige, aber da vorne kommen die ersten Felsen. Da schauen wir weiter. Ein kurzer Blick zurück zu den Schrebergärten. Unter mir am Pfad die erste ziemlich zugewachsene Halde. Wo eine Halde ist, hier am Weg rechts, sieht man, wo die Bäume so schräg liegen, muss es eigentlich auch ein Stollen oder etwas Ähnliches geben, eine Abbaustelle. Das scheint hier zu sein. Da weiß auch ein schöner bemooster Baumstamm hin. Die Erde ist da locker, zum Baum umgekippt. Das sieht ganz nach einem alten Stolleneingang aus. Die Erde an Wurzelbaumballen, ziemlich grau, leicht gelblich. Ja, die Steine eher klein, ohne besondere Formgebung. Bruchsteine halt. Am Hang selbst sehe ich von hier aus keine Auffälligkeiten. Ist ziemlich stark bemoost und liegt sehr viel Laub. Aber aus etwas mehr Abstand betrachtet sieht man also, dass das ein Eingriff in den Hang ist. Und jenseits des Pfades Erdaufschüttung. Das ist nicht natürlich. Noch ein Blick zur Marienkirche runter. Schönes Wetter heute. Da darf ein Blick zum Kohlerkamm nicht fehlen. Ja, linke Hand wird der Hang steiler. Da ist wahrscheinlich noch mehr. Rechts sehe ich wieder eine Haldenbildung. Da, wo die Bäume stehen, das könnte auch eine Abgrabung sein. Aber das ist undeutlich. Linke Hand anstehender Fels. Kann mit dem Wegebau zu tun haben. Aber was jetzt ganz deutlich ist, ein großer Steinbruch, tief eingeschnitten, sodass die kleineren Wühlstellen vermutlich damit im Zusammenhang zu sehen sind. Das ist hier auch zur Sicherung eingezäunt. Ja, how old is this? Hier hat man ordentlich Abbau betrieben. Frage nur, was hat man haben wollen? Bloß Steine oder was anderes? Hintergrund jetzt Weringhausen.
etwas oberhalb des Steinbruches oder was immer das meinen mag. Tagebau. Teilt sich hier der Pfad. Da oben sind noch Pingen, die habe ich schon mal gefilmt. Deshalb wollte ich das nicht heute mehr tun. Vor mir jetzt der Bismarckturm. Da geht's hin. Der Bismarckturm ist nicht mehr weit. Der Pfad ist schön. Und nebenan, was haben wir da? Pinger. Im Hintergrund ist eine dunkle Stelle. Schon im Meer im Tal ist sicher auch ein Loch. Aber da gehe ich heute nicht runter. Wollte mehr in Richtung Robert-Kolb-Weg. Also mindestens 3 Ping, 2 Steinbrüche hier in der Ecke. Man beachte meine älteren Filme. Schön. Ich darf natürlich nicht verschweigen, dass das noch nicht bewiesen ist, dass das hier eine trichterförmige Pinge ist, leicht oval. Weil hier am Bismarckturm muss man mit Sicherheit auch mit Bombentrichtern rechnen. Ich wollte es nur mal erwähnen, weil es vielleicht ein blödes Foul ist, wenn sich das irgendwann mal als Bombentrichter herausstellt. Hinten das dunkle Loch ist jetzt auch deutlicher zu sehen. Vielleicht sind hier noch mehrere. Auch hier gilt es nachzugucken, ob die in einer Reihe sind. Der Hang oberhalb des Pfades hat bis jetzt, bis auf die eine Stelle, die ich gefilmt habe, keine interessanten Geländestrukturen offenbart. Fast schon unterm Turm teilt sich der Pfad einmal mehr in Richtung des Turmes, einmal mehr in Richtung 5-Minuten-Weg. Da zieht's mich hin, aus alter Gewohnheit. Unterhalb des Bismarckturms sehe ich auch die ersten rötlichen Steine wieder. Teilweise auch rostig braun, hellbraun. Das mag der Anlass für Schürfung gewesen oder geboten haben. Der ist sehr schön rötlich, während das übliche eher grünlich schimmernd beigefarben ist. Hier ein Stückchen weiter am 5-Minuten-Weg ist auch eine pinnenartige Eintiefung noch. Da vermute ich aber, dass das eventuell mit Munitionsdeponierung für die Flak hier im Zweiten Weltkrieg zu tun hat. Unterhalb des Bismarckturms hier eine relativ eingeebnete Fläche. Möglicherweise haben hier mal Baracken gestanden. Die standen eigentlich auf der anderen Seite zum damaligen Försterhaus hin. Ja, 5-Minuten-Weg ist hier kaum zu erkennen. Ziemlich viel Laub drin. Einige Kunstwerke haben sich noch erhalten. Ich wollte das Loch noch zeigen am Weg. Es ist aber noch ein Stück tiefer hinter diesem Kunstwerk. Frage Bombentrichter, Frage Unterstand, Munitionsdepot oder sowas. Ein Stückchen weiter rechts ist auch eine Eintiefung im Hang. Ja, da muss man vorsichtig sein, dickeres Gras. Aber eher undeutlich.
Ach, so undeutlich ist das gar nicht, nur von hier aus. Müsste man sich von oben angucken. Aber da ist so viel Holz. Ach, das könnte auch eine Pinge sein. Bummtrechter oder ähnliches. Auf gleicher Höhe etwa mit dem noch hier am 5-Minuten-Blick. Hintergrund der Ecke mit dem Eugenrichterturm, der soeben zwischen den Ästen durchscheint. Abschließend von oben ein Blick auf das andere Hangloch. Das ist stark verwaschen, möglicherweise teilweise verfüllt. Könnte ein kleiner Erdrutsch gewesen sein oder könnte mit dem Bau des Turmes zusammenhängen. Könnte allerdings dann auch auf höheres Alter hindeuten. Die andere Vertiefung jetzt im Fokus ist da schon deutlicher. Wie gesagt, das Ganze unterhalb vom Bismarckturm auf der Seite nach Weringhausen. Bis jetzt hat sich hierum noch niemand meines Wissens gekümmert. Das vorhergehende Loch nochmal, nicht das am 5-Minuten-Weg, sondern am Weg zu den Schrebergärten. Jetzt von Westen her. Und dann das andere Loch, darunter nochmal mehr im Tal. Hintergrund die Innenstadt. Die Steine, die ich eben hatte, waren deutlicher gefärbt. Aber das ist ja hier der Abraum. Wie man sieht, bin ich doch zu dieser Pinge zurückgekehrt, die unterhalb des Pfades war. Und wollte bei der Gelegenheit noch erwähnen, Bummtrichter lassen sich mit Hilfe von Metallsuchgeräten noch erfassen, weil da gibt es ja jede Menge Bummsplitter. Die müssten dann in der Umgebung verstreut sein. Das hier sieht mir nicht direkt nach Bummtrichter aus, aber ausschließen kann ich es nicht. Da wollte ich mich gerade nochmal vergewissern, aber ohne Metallsuchgerät chancenlos. Auch das andere Loch da unten. Schwierig. Von unten betrachtet ist die Sache eindeutig. Ich habe auch mit den Stöcken nachgestochert. Das ist hier eindeutig eine Steinhalde, also eine Abraumhalde. Damit wohl tatsächlich eine Pinge. Interessant, unterhalb von dem Loch sehr viele verstreute Steine, vereinzelt auch wieder stark metallisch verfärbt. Ich schließe daraus, dass man hier den ganzen Hang durchwühlt hat. Nicht nur da, wo die Pingen sind. Ein Schwenk von der einen Pinge. Jetzt sieht man auch die Halde davor etwas deutlicher. Am Bismarckturm, leider hinter Bäumen versteckt, vorbei Richtung 5-Minuten-Weg ins teilweise verkrautete Hanggebiet mit der unteren Pinge. In der Umgebung sehe ich sonst erstmal nichts Auffälliges weiter. Hinter der unteren Pinge befindet sich das Weringhauser Bachtal. Vor der Pinge zu mir im Vordergrund, wo der zerbrochene Stamm liegt, ein Steinhaufen noch, ohne irgendeine deutliche Grube davor. Es sei denn, die ist mit Erde
und laubverfüllt hier. Es ist jedenfalls kein Baumwurfrest. Nach unten hin wird die Haldenstruktur dieses Steinhaufens, der nur einer von vielen ist und hier etwas deutlicher erscheint, nicht zu übersehen. Ja, der Bismarckturm da oben wieder hinter Bäumen. Also von hier aus schwierig zu filmen. Okay, bisher anders. Ein Blick zurück auf den eben angesprochenen Steinhaufen, der hier als hallenartige Struktur deutlicher wird von unten. Ein Schwenk dann über den Buschei zu diesem unteren Loch jetzt. Das ist ziemlich rund im Gegensatz zu dem eher ovalen Loch von eben, was aber am Steilhang liegt und wahrscheinlich deshalb diese Form hatte. Hier in der Nähe des anderen Loches befinden sich kleinere Steinhaufen, die aber mit Baumwürfen zu tun haben könnten. Auch oberhalb des Loches sind größere Steine verstreut, deren Herkunft nicht so offensichtlich ist. Wenn das eine Sprengung war, ist natürlich in der Umgebung auch mit Sprengmaterial zu rechnen. Die Steine hier geben farblich nichts Besonderes her. Dann haben wir hier wieder eine leichte Eintiefung. Ja, das Gelände ist hier völlig mit Steinen übersät. Diese Stelle hier, die etwas flacher ist, wirkt auch etwas feuchter und erdiger. Dahinter beginnt dann wieder ziemlich viel Gestrüpp. Da werde ich auch nicht hingehen, da sind mir zu viele schräge Bäume. Noch ein Blick von oben in das Loch. Damit will ich es dann hier erstmal belassen. Ich gehe noch weiter runter, vielleicht ist da noch mehr. Die Villa Funke, na, das sieht mir da vorne doch zu modern aus. Das ist vielleicht schon mehr das Parkhaus. Kann ich von hier aus nicht erkennen. Oder andere Häuser. Weiter oben gibt es ja noch mehr. Egal. Jedenfalls, die Villa Funke wurde im Krieg ziemlich stark beschädigt. Das Nachbarhaus fast ganz zerstört. Besteht auch nicht mehr. Also mit Bombentrichter muss man hier rechnen. Damit müsste man das Ganze erstmal mit Metallsuchgeräten überprüfen. So viel dazu. Ja, der Stadtgarten ist mehr in Richtung Innenstadt noch hinter der Villa, von der ich sprach. Das Gelände oberhalb davon, so Richtung Gärtnerei Albrecht, etwa ziemlich wüst, wohl vom Grillsturm her noch. Ich habe hier aber keine weiteren Steinbrüche, Pingern oder Bombentrichter gesehen. Die Erde ist hier ziemlich unauffällig, im oberen Bereich sehr steinig, also schwer zu begehen. Nach unten hin werden die Steine deutlich kleiner. Und an den Baumwürfen sieht man dann auch keine größeren Steine mehr, nur sporadisch. Ich hatte das schon mal angesprochen, der 5-Minuten-Weg am Profil noch deutlich zu erkennen, ist hier so stark mit Laub verfüllt, dass man ihn kaum gehen kann. Ich orientiere mich daher an diesen pingenartigen Löchern. Das ist das zweite, das obere, direkt am Weg. So geht's vielleicht noch. Die Fußfaulen Hagener.
schönstes Weihnachtswetter, frühlingshaft, und stehe hier oben am Bismarckturm ganz allein auf weiter Flur, trotz drei Türmeweg. Unglaublich, das hätte es früher nicht gegeben. Da wird hier vielleicht der eine oder der andere Drachen bei dem Wind fliegen. Traurig. Tja, da unten der Weg. Das Gelände hier ist dermaßen wüst. Viele umgekippte Bäume. Kleine Wasserlöcher. Alles schön bewachsen mit Moos, mit Gesträuch. Kein Überblick. Das, was deutlich als Stolleneingang verzeichnet ist, auf meiner deutschen Grundkarte aus den 80er Jahren, dürfte weitgehend dem Kyrillsturm zum Opfer gefallen sein. Oder wurde vorher zugeschüttet. Auch unterhalb des Weges, alles wüst, drei große Baumwürfe hintereinander. Ende der Vorstellung. Der Weg selbst ist ja schön. Alles andere urwaldmäßig. Ja, ich fürchte, in dem Gelände käme man auch mit LiDAR oder LiDAR Laserscanning nicht weiter. Ja, nach dem wüsten Gelände freue ich mich dann natürlich, eine richtige Pinge zu sehen. Die habe ich schon mehrmals gefilmt. Weiter rechts wahrscheinlich noch eine weitere, nicht so deutlich. Unter mir jetzt das Schrebergartengelände am Robert-Kolb-Weg. Hier mehrere Baumhäuschen oder so ähnlich. Auch hier das Gelände wieder sehr durchwachsen. Baumwürfe, Gestrüpp, Äste an einem abgestorbenen Baum. Sieht es aus, als wäre das Gelände dort tiefer. Aber aufgrund des Gestrüpps kann ich das nicht verifizieren. Ich selbst stehe hier auf einem nicht sehr deutlichen Schürfloch. Erkenntlich aber am Moos und den ganzen Steinen dabei. Das dürfte von der Größe her kein Baumwurf mehr sein, weil das ist mindestens 5 Meter lang und vielleicht 3 Meter breit. Sonst ist hier im Gelände aufgrund der Steilheit auch nur schwer etwas Auffälliges im Gelände zu erkennen. Ein Stückchen weiter vorne sind zwei Gräben, die bin ich schon mal hochgegangen. Also für Hohlwege zu steil, würde ich sagen, wahrscheinlich Schürfgräben, Suchgräben. Ja, alles ziemlich unklare Befunde, leider, bis auf die Pink. Was hier am Notrufpunkt H9-4HA nicht zu übersehen ist, die starke Terrasse, der Steilhang mit der Plattform oben drüber, das deutet auf Steinbruch hin. Allerdings sehe ich keine klare Steinbruchkante. Noch ein Blick
in Richtung Dölz dann zur Stadt Halle rüber. Ist das Meer. Wasserloses Tal. Ja, statt Dölz dann müsste ich besser Oberhagen sagen. Dann schließe ich erstmal Alpe an. Davon, dass am Alber Hangsteg auch verdächtige Löcher sind, die ich zunächst als Bombentrichter interpretiert habe, das ist nicht das einzige her. Darauf habe ich schon in früheren Filmen einem zumindest hingewiesen. Ich wollte das nur noch mal kurz in Erinnerung rufen. Erwähnen will ich noch, dass hier im Weringhauser Wachtal am Wanderweg A4 oberhalb des Sportplatzes, da unten gerade so erkennbar mit Tor zur Talseite, dass hier in dem Tal darüber auch noch Wühlstellen sind. Hier vor den Nadelbäumen, den niedrig stehenden, deutlich zu erkennen. Ich erinnere daran, dass der Sportplatz in einem alten Steinbruch gebaut wurde. Es handelt sich um das Gelände am Notrufpunkt G10-6a, was auch hier ziemlich wüst ist, das heißt viele umgestürzte Nadelbäume. Die verunklären natürlich die Szenerie. In den kleinen Bachtal unmittelbar oberhalb des Sportplatzes Waldlust finden sich keine Auffälligkeiten mehr. Da ist die Wand relativ glatt. Das zieht sich eher höher, dieses wüste Gelände, in Richtung Süden zum Stern hin. Zu guter Letzt bin ich wieder am 5-Minuten-Weg angelangt, unten beim oberen Waldweg am Goldberg, der zur Stadtgartenallee führt. Keine Auffälligkeiten mehr bis hierhin. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.